So, meine Damen und Herren, ich unterbreche Sie ausnehmend ungern. Und ich tue es auch nur so brutal, weil wir so ein fantastisches Panel jetzt vor uns haben, nachdem wir gerade schon eine, wie ich finde, ungewöhnlich differenzierte und konstruktive Debatte erfahren durften mit Blick auf den Umgang mit der Klimakrise und einigen Wünschen, die schon in Richtung Politik geäußert wurden, haben wir jetzt wirklich die Gegenwart und die großen Herausforderungen vor Augen. Sie alle wissen, dass es manchmal so Modeworte gibt. Ein Modewort ist getriggert sein. Sagt Ihnen das was? Das sagen tatsächlich zum Teil Studierende zu einem, dass sie gerade getriggert sind, wenn man bestimmte Themen bespricht. Das ist eine emotionale Berührtheit. Modeworte, über die man vielleicht manchmal ein bisschen die Augen rollt, haben aber doch oft die Eigenschaft, dass sie etwas sehr Wesentliches und Wichtiges erfassen und treffen, das zu einer bestimmten Zeit eine Gesellschaft kennzeichnet. Und so sprechen wir heute über die Triggerpunkte im sozialwissenschaftlichen Sinn. Das, worüber wir streiten, das, was uns aufregt als Gesellschaften, aber vielleicht auch das, was uns zusammenführt. Wir werden diskutieren, welche Rolle das Erinnern, das Erzählen, das Berichten und das Schreiben für das Miteinander haben. Und wir werden tatsächlich ausführlich diskutieren, welche Rolle in dieser getriggerten Zeit die Politik spielen kann. Ich freue mich sehr auf dieses Panel und ich freue mich ganz besonders darüber, dass es wieder eines ist, das co-organisiert wird, gemeinsam mit Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V. Wenn Sie von Ihrer hingerissenen Konzentration auf die Debatte wieder auftauchen in die Pause, möchte ich Ihnen gleich, also in 45 Minuten, unbedingt empfehlen, das Thomas-Mann-Haus mal zu googeln. Es ist eines der schönsten Häuser, die ich überhaupt kenne. Es ist eines der besten Fellow-Programme, die es überhaupt gibt. Ich bin zutiefst neidisch auf die diesjährige Fellow, die noch vorgestellt werden wird. Und ich freue mich daher sehr, dass der Geschäftsführer wieder hier ist, der Geschäftsführer von Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V., Jakob Scherer, der Sie jetzt kurz begrüßt und dann an unsere wunderbare Moderatorin Shelley Kupferberg übergeben wird. Ganz herzlichen Dank, Herr Scherer, Sie haben das Wort. Ja, liebe Frau Büchs, da fehlen mir jetzt ein wenig die Worte. Wie kann ich das noch irgendwie steigern oder angemessen darauf reagieren? Ich werde es versuchen. Herzlich willkommen, liebe Gäste, im Namen von Villa Aurora und Thomas Mannhaus zu dem jetzt folgenden Gespräch, die Zeit, in der wir leben. Wir als Villa Aurora und Thomas Mannhaus betreiben und entwickeln zwei Residenzprogramme in Los Angeles, in der Exilresidenz von Leon und Martha Feuchtwanger und in der Residenz der Familie Mann. Und für uns ist es eine große Ehre, dass wir unser Berliner Programm 2024 starten können in Kooperation und Kollaboration mit der BBAW im Rahmen des heutigen Salon Sophie Charlotte und dass wir dabei auch so ein vielversprechendes Panel heute hier anbieten können. Dazu gehören Julia Frank, Autorin, und Thomas Mann Fellow, Soziologieprofessor Steffen Mau und Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt. Moderiert wird das Ganze von Shelley Kupferberg, die auch gleich noch ein paar Worte zu unseren Teilnehmenden sagt. Ich würde nur gerne einen Gedanken noch mit Ihnen teilen. Wir als Thomas Mannhaus haben vor einigen Jahren damit begonnen, unsere Ausschreibungen anhand von Jahresthemen zu machen. Und das Thema für 2024 lautet Democracy and Vulnerability, also zu Deutsch Demokratie und Verwundbarkeit, Verletzbarkeit, Verletzlichkeit. Das ist ein Thema, was unseren amerikanischen Partnern und unserem Advisory Board in LA sehr am Herzen liegt. Vor uns liegt ein Jahr mit vielen Wahlen und deren Auswirkungen auf uns, auf unsere Weltordnung und auf die Zeit, in der wir leben, noch relativ ungewiss zu sein scheint. Und
ein letzter Satz. Die Prämisse, unter der wir dieses Thema auch ausgewählt haben, war, dass wir an den offenen, an den freien, an den demokratischen Diskurs glauben, um uns unserer Vulnerabilitäten bewusst zu sein, uns ihrer vielleicht auch zu vergewissern und in letzter Konsequenz irgendwo mit ihnen umzugehen. Und damit möchte ich sehr gerne übergeben an Shelly Kupferberg, außergewöhnliche Autorin, Journalistin und im wahrsten Sinne des Wortes Stimme in diesem Land. Wir sind sehr glücklich, dass du heute dieses Panel moderierst. Shelly, die Zeit, in der wir leben. Vielen Dank, Jakob Scherer. Schönen guten Abend, liebes Publikum. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sind. Ich finde ja diese Institution, dass man einfach die Türen öffnet und in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften einlädt, so wunderbar, und dass sie so angenommen wird, das ist jedes Mal eine Freude. Ich wundere mich darüber nicht, denn das Programm ist wirklich spannend, die Teilnehmenden auch, und hier wurde schon gemunkelt, der Schmidt, der wird bestimmt aus dem Maschinenraum der Politik heute ein bisschen munkeln und erzählen. Also, Sie wissen, was Sie erwartet oder welche Erwartungen man an Sie hat, lieber Herr Schmidt. Julia Frank, ich freue mich auch sehr, nicht nur wunderbare, preisgekrönte Schriftstellerin, Herausgeberin, Übersetzerin, sondern eben auch, wie wir hörten, die Glückliche, die das Thomas-Mann-Haus demnächst aufsuchen darf für ein Projekt als Fellow, und Steffen Mau, ja, über den ich schon öfter über Triggerpunkte in dieser Gesellschaft sprechen durfte. Überschrieben ist dieses Panel mit die Zeit, in der wir leben, und deswegen würde ich Sie erst einmal ganz gerne alle fragen, ja, in welcher Zeit leben wir denn eigentlich, wenn Sie das in Worte fassen müssten? Ja, Wolfgang Schmidt, fangen wir mal mit Ihnen an. Wie würden Sie diese Zeit charakterisieren? Als Hamburger würde ich sagen, ist ein bisschen was los. Es ist so wie bei diesem Monopoly-Spiel, wo man so eine Ereigniskarte nach der nächsten ausgehändigt kriegt. So jedenfalls fühlt es sich ein bisschen an. Corona, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, explodierende Energiepreise, der Überfall der Hamas auf Israel und die Gefahr, die sich da für die gesamte Region daraus ergeben kann. Und gleichzeitig neben diesen Ereigniskarten sollten wir vielleicht noch hinkriegen, dass das alles, was gerade an Transformation da ist und an Klimakrise, gut geht für die Leute. So, und das ist, so fühlt es sich jedenfalls da im Kanzleramt an, ein bisschen was zu tun auch. Ja, indem es auch ziemlich laut wahrscheinlich drumherum zumindest ist. Ja, das ganze Gehupe und Gebrumme der letzten Tage, konnten sich da einigermaßen unterhalten und gut kommunizieren? Ja, das war so ein angenehmes Hintergrundgeräusch. Schön zu hören. Also der Hamburger, aber auch der Politiker hat hier geantwortet. Julia Frank, was würden Sie sagen? In was für einer Zeit leben wir? Wie würden Sie sie charakterisieren? Ja, sehr unruhig ist diese See. Ich würde schon auch die Ereignisse der letzten Jahre in derselben Reihenfolge wie Sie, Herr Schmidt, aufzählen. Zusätzlich vielleicht auch noch digitale Zeitenwende in Bezug auf das Hinzukommen der künstlichen Intelligenz und des sinkenden Vertrauens in Wahrheit und das, was wir als solche im Netz oder überhaupt im öffentlichen Raum suchen. Ich glaube, dass sich dieser öffentliche Raum von tatsächlichen Räumen, physischen Räumen der Begegnung zunehmend verschiebt in diesen virtuellen Raum und dadurch für viele von uns, mir eingeschlossen, immer unüberschaubarer wird. Es immer unüberschaubarer wird, von welcher Blase aus ich überhaupt in welche Blase hineinschauen kann und wie ich das, was ich dort lesen und erfahren kann, in meinen Kosmos, in meiner Blase, in meiner Welt werten und einordnen kann. Und das führt auch zu einer, glaube ich, zu einer Krise der Literatur in gewisser Weise, des Lesens, weil zunehmend im Netz gelesen wird und das Lesen von Literatur immer den konzentrierten, den von dem Alltagsgeschäft abgeschlossenen, abgeschiedenen Raum verlangt und zu dieser Fähigkeit des literarischen Lesens glauben die meisten Menschen heutzutage keine Zeit mehr zu haben.
Können Sie das an sich selbst beobachten? Lassen Sie mich das noch fragen. Auch man selbst muss sich ja irgendwie diesen Raum erhalten oder erkämpfen. Na doch, beides, ja. Also es gibt durchaus Tage, Wochen, in denen es mir sehr schwer fällt, einmal offline zu gehen. Andererseits gehöre ich nicht zu der Insta-Generation, also ich habe kein Netzwerkprofil. Darüber bin ich sehr froh einerseits. Andererseits brauche ich umso mehr die Kontakte zu den jüngeren Millennial-Autorinnen, Kolleginnen, die mir dann erzählen, welche Diskussion parallel zu der medialen Zeitungsdiskussion über politische oder literarische, manchmal beide Ereignisse, im Netz stattfinden und dort ganz anders, auch mit ganz anderen Protagonisten und Gewichtung geführt werden. Und das finde ich sehr tatsächlich eine große Veränderung, dass wir da auch in der Wahrnehmung wie gespalten sind, ja, unter den Generationen. Jetzt geben Sie mir natürlich den besten roten Teppich für den Soziologen Steffen Mau. Spaltung, das ist so ein Wort auch der letzten Monate, wenn nicht Jahre, in Zeiten von Desinformation und alternativen Fakten und alternativen Medien. Aber bevor wir darauf so ein bisschen einsteigen, möchte ich Sie auch darum bitten, mal als Soziologe diese Zeit ein wenig in den Blick zu nehmen, zu charakterisieren. Wie würden Sie sie beschreiben? Ja, das ist gar nicht einfach und ich bin ja auch Norddeutscher, wie Wolfgang Schmidt. Das macht nichts. Von da habe ich auch eine bestimmte noch Gelassenheit. Aber es ist sicherlich eine Zeit großer Anfechtungen und auch Infragestellung von Gewissheiten, wo also die Frage der europäischen Friedensordnung, der Fortschrittsbegriff, also wo viele Dinge pulverisieren, die wir irgendwie für selbstverständlich genommen haben und wo die Kompassnadel eigentlich auch schon mal zittert, ne, wo man nicht ganz genau weiß, was ist eigentlich die Richtung, in die wir da hineingehen. Es gibt ja diesen politischen Begriff, der sich auch im Diskurs durchgesetzt hat, der Zeitenwende. Ich bin leider kein so großer Fan dieses Begriffes, natürlich als Sozialwissenschaftler nicht, weil es kein so richtig analytischer Begriff ist. Da würde man als Sozialwissenschaftler wahrscheinlich von Critical Juncture oder kritischer Weichenstellung sprechen. Also es gibt irgendwie eine Fahrtveränderung in der Entwicklung, weil es eben exogene Schocks gibt, aber auch interne Herausforderungen der liberalen Ordnung. Und der Begriff der Wende ist natürlich so ein Begriff von 1989 und immer wenn ich mit Bürgerrechtlern mal über diesen Begriff spreche und den aus Versehen benutze, dann geht bei allen Leuten die Hutschnur hoch. Und warum? Weil das eine Erfindung von Egon Krenz ist, ne? Der Wendebegriff, sondern man redet besser von der friedlichen Revolution 1989 und von da habe ich so ein bisschen Manschetten, diesen Begriff zu benutzen. Ja, aus dem Maschinenraum gesprochen, der stammt von einem Hamburger, dieser Begriff, Zeitenwende, nicht wahr? Ja, Wolfgang Schmidt, als Chef des Kanzleramtes koordinieren Sie ja vor allem die Zusammenarbeit der einzelnen Ministerien. Und darüber hinaus ist er auch Bundesminister für besondere Aufgaben. Wie schaut man als, oder wie schauen Sie als Chef des Bundeskanzleramts auf diese Diagnose dieser eigentlich auch Erschöpfung, die wir möglicherweise auch haben durch all diese Erschütterungen, die wir gerade gehört haben? Denn das ist eine der Diagnosen, die Steffen Mau in seinem aktuellen Buch uns als Gesellschaft gestellt hat in diesen krisenhaften Zeiten. Was bedeutet denn so ein Zustand für die Politik? Was packt man da als erstes an? Was packt man gleichzeitig an? Was ist da überhaupt möglich? Ich glaube halt, es ist wichtig, dass das, was man sich vorgenommen hat, also dafür zu sorgen, dass das mit dieser Transformation gut geht, dass man das angesichts der Krisen nicht dann irgendwie depriorisiert. Also wir haben jetzt noch 21 Jahre, das ist im Prinzip übermorgen, um eine Entwicklung, die wir über 200, 250 Jahre seit der industriellen Revolution gemacht haben, dass wir Öl und Kohle und Gas verbrannt haben, um uns vorzubewegen, es warm zu haben und vor allem unsere Industrie anzutreiben. Und das umzudrehen innerhalb von 21 Jahren ist eine gigantische Aufgabe. Und als Sozialdemokrat sage ich natürlich, das muss ja auch gut gehen für die Leute. Und wir wollen ein Industrieland dabei bleiben und nicht, auch wenn wir jetzt alle unsere Liebe zu den Bäuerinnen und Bauern entdeckt haben, ein Agrarland werden. Und das hinzukriegen und nicht zu vergessen, während gleichzeitig dann all diese Dinge, von denen wir eben geredet haben, los sind und unmittelbare Handlungen erfordern und natürlich auch unglaublich viel Zeit und Aufmerksamkeit. Das
sehe ich auch mit als meine Aufgabe an, in diesem Kanzleramt dafür zu sorgen, dass das trotzdem alles noch stattfindet. So, und jetzt können Sie sagen, na, so richtig erfolgreich sind Sie, wenn Sie sich das angucken, nicht, aber Sie sind ja ein netter Mensch. Das haben Sie jetzt alles gesagt. Also ich sage dazu erstmal gar nichts. Ich werde erstmal weiter fragen und dann werden wir zum Schluss schauen, wie weit wir gekommen sind. Vielleicht eine kleine Analyse, weil ich gerade schon diese Veränderungserschöpfung als Begriff einfach mal in den Raum gepfeffert habe. Stammt nicht von mir, sondern tatsächlich aus diesem Buch Triggerpunkte. Steffen Mau, Akademiemitglied und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Eben zuletzt erschienen ein viel beachtetes Buch, Triggerpunkte. Das hat er zusammen mit zwei Kollegen geschrieben. Und da gehen Sie der Frage nach, wie polarisiert unsere Gesellschaft ist, wie stark sich Meinung innerhalb der letzten 30 Jahre in Bezug auf kontroverse Themen wie Migrationspolitik oder Genderfragen auseinanderentwickelt haben. Und neben den Triggerpunkten, die Sie herausgearbeitet haben, analysieren Sie eben eine Art Veränderungserschöpfung, aber vielleicht so ein bisschen zurückgespult und vorgespult. Wenn Sie die Triggerpunkte Ihres Buches mal so ein bisschen beleuchten und was seither passiert ist, es ist im Oktober erschienen, ist gar nicht so lange her, aber gefühlt ist schon so viel wieder passiert. Haben sich irgendwelche neuen Triggerpunkte zu den alten dazugesellt? Ja, ich habe festgestellt, dass ich öfter jetzt auch getriggert werde als vorher. Also Hubert Aiwanger hat mich ganz schön getriggert in der letzten Zeit. Und natürlich ist ja auch so eine These, dass eine Form politischer Mobilisierung und auch Emotionalisierung häufig über Triggerthemen funktioniert. Und ich glaube, das, was wir jetzt in den letzten Tagen erleben auf den Straßen, also nicht nur in Hamburg oder in Leipzig, sondern 2000 Leute in Stralsund, die singen, und es fällt der Schnee wie verrückt. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Dann denke ich schon, dass die Leute jetzt durch diese Art von Grenzüberschreitung eine moralische Empörung haben, die sie triggert. Und wir sprechen in dem Buch ja auch von der im Prinzip stillen Mitte oder der akustisch abgedingten Mitte und den sehr, sehr lauten Rändern. Und die Frage war dann immer, ja, warum ist das eigentlich so? Warum funktionieren dann diese Triggerthemen und diese Art von Affektpolitik, warum funktionieren die so stark, vor allen Dingen beim rechten Rand? Warum haben die im Prinzip so einen Mobilisierungsvorsprung? Und ich glaube, der ist jetzt seit ein paar Tagen so ein Stück weit weggerutscht, weil viele Leute hatten immer das Gefühl, ja, es gibt diese starke Verschiebung nach rechts, die ist eigentlich unaufhaltsam, das läuft wie so eine Welle durch die Gesellschaft durch. Und jetzt sieht man plötzlich, ich war gerade diese Woche in Rostock, hatte zwei Veranstaltungen, da waren 2500 Leute auf dem Rathausplatz, um gegen eine AfD-Demo mit 200 Leuten zu demonstrieren. Jetzt sieht man plötzlich, dass doch die sozusagen Mehrheitsverhältnisse doch ein Stück weit anders sind. Und diese laute Minderheit, der tritt jetzt plötzlich eine noch möglicherweise noch lautere und auch sichtbar werdende Mehrheit gegenüber. Das sind erstmal Gefühle auch der Selbstermächtigung, der wechselseitigen Bestätigung, auch irgendwie ein positives politisches Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und da denke ich schon, hat sich jetzt, wenn das vor zwei Wochen stattgefunden hätte, hätte ich darüber anders geredet. Aber so sehe ich auch, dass es rote Linien gibt, auf die die Gesellschaft wie in so einer Immunreaktion noch reagiert. Also es ist nicht alles möglich. Natürlich wussten wir vorher, dass es rechte Netzwerke gibt, dass es diese Ideologien gibt. Aber das jetzt dokumentiert zu bekommen und in der Öffentlichkeit auch auf eine bestimmte Art und Weise zu diskutieren, das hat eben viele Leute vom Sofa hochgebracht, die lange sich politisch nicht mehr aktiv irgendwie beteiligt haben. Ja, das muss ich auch sagen. In den letzten Tagen wurde so einiges mobilisiert in diesem Land. Darauf habe ich lange gewartet und erfreue mich daran sehr. Das ist ja ein Zeichen, dass die Menschen das doch sehr bewegt, was da in entsprechenden Kreisen passiert. Julia Frank, wie beobachten Sie das? Könnte das möglicherweise etwa einige Erzählungen, auch die Sprache dieser Tage verändern, dass sich so viele Menschen jetzt zu Wort melden und von dem demokratischen Mittel des Demonstrierens Gebrauch machen? Gute Frage. Ich glaube, dass es viel zu früh ist, um die Veränderung der Sprache hier und jetzt schon festzustellen. Aber was ich tatsächlich mit großer
Erleichterung feststelle, ist, dass tatsächlich jetzt Menschen zusammen auf die Straße gehen, von denen wir bis eben gar nicht mehr sicher sein konnten, gibt es diese sogenannte Mitte in unserer Gesellschaft, gibt es diese demokratische Mitte überhaupt noch? Und hat sich diese Mitte nicht nach links und rechts entleert? Und die Linken, das wäre meine Theorie so ein bisschen zu den Ereignissen seit Oktober, drohte sich zumindest in meinen Augen selbst zu schikanieren, zu zerlegen, indem viel im linkeren Spektrum oder mittellinkeren Spektrum ständig über Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, über eine Konkurrenz der Ausschlussverfahren oder Ausschlussneigungen der Gesellschaft, gerade von rechts auch, über rechts und links sehr viel gestritten wurde und Zuweisungen erfolgten aus diesem postcolonial Diskurs heraus, Zuweisungen nach rechts und links, und sich all das entlang und angesichts der Israel-Politik, Israel-Kritik entzündete. Und das scheint jetzt vielleicht durch das Bekanntwerden dieser Geheimtreffen und die gemeinsame moralische Empörung endlich eine kleine Zäsur zu geben und wir uns anzusehen und zu überlegen und zu entscheiden, worauf kommt es jetzt eigentlich an? Wollen wir uns hier im mittellinken Spektrum in Marginalitäten zerfransen oder sollen wir nicht doch gemeinsam dafür sorgen, dass wir überhaupt unsere Demokratie erhalten, die gerade bedroht. Ja, und ich frage mich auch, ob in dieser Verlautbarung sozusagen, wir wollen Demokratie, denn es ist ja auch ein Bekenntnis zur Demokratie, die oft anstrengend ist, das wissen wir alle, aber dennoch, also zu der Verfasstheit dieses Landes stehen, liegt darin nicht möglicherweise auch eine Kraft, Steffen Mau, die diese Veränderungserschöpfung vielleicht auch so ein bisschen überrollen könnte, überwinden gar könnte? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Also es ist auch die Frage, wie sich das nachher entwickelt. Aber erstmal ist es eine Art von sich selbst wieder sichtbar machen. Ne? Also jeder ist ja irgendwie vereinzelt. Man hat so seinen Frust über die politischen Entwicklungen. Man sieht viele Sachen auch mit Befürchtung. Es gibt auch viele Verunsicherungen, weil Entwicklungen irgendwie auftauchen, die man noch nicht so richtig einordnen kann. Und jetzt gibt es plötzlich ein Ereignis, wo klar ist, es geht um was. Ne? Also es ist nicht irgendwie ein randständiges Ereignis, sondern es geht wirklich um die Grundfesten der liberalen Ordnung, um die Zukunft unserer Demokratie. Es gibt Leute, die mit Phantasmen irgendwie in konspirativen oder halbkonspirativen Kontexten sich dort treffen und Pläne ausarbeiten oder zumindest diskutieren, die ja irgendwie was Schockierendes haben. Wir wissen schon lange, dass sich natürlich auch in den politischen Kulturen vor Ort viel verändert hat. Ne? Also Bedrohung von Lokalpolitikern, Fäkalien vor Türen, die dorthin gekippt werden und sonstige Dinge. Jetzt war mal eine so eine rote Linie, wo man gesagt hat, die ist jetzt unterschritten und jetzt gibt es eine Art von moralischer Empörung, die offensichtlich dann auch zu politischem Handeln und zu Mobilisierung führt. Und ich glaube, das ist für eine Gesellschaft erstmal extrem gesund, festzustellen, wie stark man eigentlich ist. Ne? Also das geht jetzt nicht um so ein Gemeinschaftsgefühl, aber dass man zumindest weiß, wir haben etwas, was es zu verteidigen gilt. Wir sind uns über viele politische Fragen nicht einig und über die kann man ja auch streiten. Aber dass man eine wehrhafte Demokratie sein möchte und dass man den Feinden der Demokratie jetzt nicht sozusagen die öffentlichen Plätze und Straßen überlassen möchte, das finde ich ist schon viel wert. Und wir gehen eben in ein Jahr, wo wir drei Wahlkämpfe haben in den ostdeutschen Bundesländern. Wenn jetzt in Städten wie Gera oder Erfurt und da anderen Leute auf die Straße gehen, die in häufig sehr prekären politischen Situationen existieren. Die haben wirklich das Gefühl, da gibt es eine andere Hegemonie, da sind jetzt wirklich andere am Zuge und die Dynamik spielt in politischen Prozessen eine riesige Rolle. Wenn man das Gefühl hat, das rollt jetzt alles gegen mich, dann zieht man sich zurück. Aber wenn man das Gefühl hat, es gibt jetzt sozusagen Schwung aus unserer Richtung, dann dreht sich das nochmal völlig um. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Präsenz von rechten Akteuren oder auch von AfD
Politikern und Politikerinnen dann in diesen Orten ja, auch auf mehr Widerstand trifft. Dass die Zivilgesellschaft in gewisser Weise sich ermutigt fühlt, dass sich neue Netzwerke bilden und dass man vielleicht anders dann in dieses Jahr hineingeht. Also es ist erstmal 2022, 2024 hat jetzt in dieser Hinsicht erstmal ganz erfreulich für mich begonnen, dass ich doch Hoffnung habe, das ist nicht verloren. Denn zum Jahresanfang gab es immer so viele Fragen, ja, wie wird das eigentlich, Europawahl, möglicherweise eine Protestwahl gegen die Regierung, dann kommen die Landtagswahlen. Das ist ja jetzt sozusagen das schrecklichste Jahr der Demokratie in Deutschland. Das müssen wir abwarten. Wobei wir über Hessen und Bayern zum Beispiel so gut wie gar nichts hören und gar nicht darüber reden, wie sich das eigentlich alles ausgewirkt hat. Aber gut, das, was sie gerade beschrieben hat, ich finde, da steckt doch viel Potenzial. Zu unserem Glück könnte möglicherweise noch die Kommunikation aus dem Kanzleramt fehlen. Es wurde zumindest in dem letzten Panel auch durch Hedwig Richter, die Historikerin, nochmal angemerkt, dass sie das doch oft vermisst. Und ehrlich gesagt höre ich das ziemlich häufig, ja, dass die Kommunikation fehlt dessen, was man da macht, was man vorbereitet, was man plant. Und in Anbetracht der vielen Herausforderungen, Krisen, die wir hier alle schon genannt haben, Wolfgang Schmidt, an Sie die Frage, wie bewusst sind Sie sich denn dessen, dass viele Menschen eine Kommunikation doch vermissen? Sehr. Also wir reden ja auch mit den Menschen und wir lesen ja auch Zeitungen. Das ist eine gute Nachricht. Ja, und wir hören auch Radio und schauen auch fern. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man Probleme nur an der Kommunikation festmacht. Wir haben das beschrieben, in schwierigen Zeiten und es sind sehr, sehr tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. Wir haben sozusagen einen Traum immerwährender Prosperität geträumt und der ist nun erkennbar im Moment an einem Ende zumindest, was die politische Mehrheitsfähigkeit anbelangt im parlamentarischen Raum. So, und wir sagen, wir wollen keine Steuern erhöhen, wir sagen, es darf keine neuen Schulden geben und gleichzeitig gibt es aber immer neue Dinge, die auch noch finanziert werden müssen, zuletzt irgendwie wieder Sicherheit, also die Friedensdividende ist aufgebraucht und wir müssen uns jetzt wieder verteidigungsfähig machen. Das ist eigentlich unmöglich, das ist eine Quadratur des Kreises. Und dann haben wir es mit drei Parteien zu tun, das erste Mal seit den 50er Jahren wieder auf Bundesebene, die wirklich unterschiedlich sind und eine gemeinsame Regierung bilden. Wenn wir uns erinnern, die sehr fähige, brillante Politikerin Angela Merkel und die CDU haben es 2017 nach der Wahl nicht mal geschafft, überhaupt in die Phase von Koalitionsverhandlungen einzutreten, sondern sind schon in der Sondierungsphase sozusagen aus der Kurve geflogen. Dafür machen wir das auch gar nicht schlecht, schon 2 Jahre. Und was ich aber sagen will, ist, eine Drei-Parteien-Koalition ist wirklich ein fundamental anderes Spiel als eine Zwei-Parteien-Koalition. Und dann noch mit drei Parteien, die auch wirklich ideologische Unterschiede haben. Und jetzt stehen wir vor einer Phase, wo es wirklich um was geht und wo auch fundamentale Fragen, Rolle des Staates, Staatsverschuldung, die Frage, wie gehen wir mit der Klimakrise um, aufeinanderprallen. Und ich will jetzt nicht dieses sehr ausgelutschte, ne, wir führen die Kämpfe stellvertretend für die Gesellschaft, aber wir sind ja zusammen mit dem Parlament die Letztentscheidungsinstanz in politischen Fragen. Und wir haben es ganz häufig mit Entscheidungen zu tun, die nicht 100-0 sind. Die sind schon irgendwo getroffen worden, sondern wenn es ganz übel kommt, sind das 50-50 oder wenn wir Glück haben, 60-40 in Entscheidungen. Und dann ist es eben nicht nur die Kommunikation, sondern dann ist das natürlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, den wir miteinander führen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir das mehr hinter verschlossenen Türen machten. Bismarck hat mal gesagt, Würste machen und Gesetze machen sollte man nicht zuschauen. Und im Moment übertragen wir live und in Farbe den Würstemachen-Prozess. Und das kommt auch nicht gut an, sorgt dafür, sagen, dass mehrere Leute Vegetarierinnen und Vegetarier werden, um im Bild zu bleiben. Aber ist doch gut. Das, ja, absolut. Aber es macht den Metzger sozusagen arbeitslos oder im schlechten Leumund. So, und deswegen natürlich ist darüber nachzudenken, wie kann man in so einem Prozess auch kommunizieren? Nur jetzt versuche ich mal ein bisschen, nicht um Mitleid, aber um Verständnis zu werben. Maschinenraum. Also oder der Blick in die Wurstfabrikation. Wenn Sie in so einer Verhandlungssituation sind und noch keine Lösung haben und dann aber rausgehen als Bundeskanzler zum Beispiel und sagen, ich will haben das,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer ihrer Koalitionspartner, auf deren Zustimmung sie angewiesen sind, sagt nein. Und wir haben das an verschiedenen Stellen gehabt, dass wir wirklich eisenhart den Mund halten mussten, weil wir wussten, sobald irgendwas rauskommt von dem, was wir gerade verhandeln, sagt einer öffentlich, das kann ich nicht mitmachen. Weil dieses Moment, das man braucht, dass man mal austestet, wenn wir euch da entgegenkommen, könntet ihr euch dann vorstellen, hier was zu machen? Wenn ich aber dieses, wenn wir euch da entgegenkommen, in der Öffentlichkeit habe, dann machen einen die eigenen Leute fertig und schreien Verrat. Und wir sind aber in einer Situation, wo wir doch mit drei ganz unterschiedlichen Partnern trotzdem zu einer Lösung kommen müssen. Es hilft ja nichts, wenn ich 10 Stunden auf den einen einrede und ihn versuche zu überzeugen, dass meine Position richtig ist. Der ist ja vor 25 Jahren oder die mal voller Bewusstsein in eine andere Partei eingetreten. Und nun finde ich meine Position viel besser, viel überzeugender und meine Partei auch viel besser. Aber ich respektiere und muss doch akzeptieren, dass ein anderer oder eine andere eine ganz andere Entscheidung getroffen hat. Und da fehlt es mir manchmal an Verständnis auch für diese politischen Prozesse. Und wenn man hier jetzt eine Abfrage machte, würden wahrscheinlich viele sagen, der Scholz soll doch einfach mal seine Richtlinienkompetenz nutzen und mal ein Machtwort sprechen und mal dem oder der sagen, so. Und A, in der Verfassung steht neben der Richtlinienkompetenz auch noch die Ressortzuständigkeit. Das heißt, ich kann diese Art von Richtlinienkompetenz überhaupt nicht ausüben. Ich kann einfach mal googeln, wie häufig Angela Merkel die Richtlinienkompetenz ausgeübt hat. Und B, gibt es neben dem Grundgesetz immer noch in so Koalitionen ein anderes Dokument, nicht ganz so wichtig, aber für den politischen Zusammenhalt auch, und das ist der Koalitionsvertrag. Und da steht hinten drin, keine Partei wird überstimmt im Kabinett. So, das heißt, die Richtlinienkompetenz, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Scholz sagt Lindner, so Christian, das geht so nicht, du machst jetzt das. Und dann sagt Christian Lindner, Moment mal Olaf, last time I checked bin ich Vorsitzender der Freien Demokraten, hier ist der Koalitionsvertrag, schönen Tag noch. So, und trotzdem ist aber diese Erwartungshaltung, wie so in so einem System, wo wir sind alle amerikanische Fernsehserien, wo der Präsident Executive Order und dann weist er die Leute an. Die machen überhaupt keine Kabinettssitzung. Die treffen sich 3-mal in der Legislaturperiode mit dem gesamten Kabinett, weil das alles aus dem Weißen Haus gesteuert wird. Und also das Demokratie macht es einfach anstrengend. Und das zeigt, also ich habe mir gerade dauernd vorgestellt, it takes two to dance a tango, aber mit 3 Leuten Tango tanzen ist in der Tat ich nicht ganz einfach. Ich habe ja nun lange Erfahrung auch mit verschiedenen Koalitionsoptionen und ich gebe zu, selbst ich habe unterschätzt, es ist nicht einfach nur eine quasi Verdopplung der Anstrengung. Das kennt man vielleicht aus dem Privaten, wenn man Kinder hat oder selber so eine Dreierfreundschaft. Ne? Wenn bei Kindern ist es so, 2 sind zu Gast, dann gehen sie irgendwie nach einer Stunde rein, bringen die Limonade und so ein paar Gummibärchen. Bei 3 ist nach einer halben Stunde Streit. Da wird's schwer. Weil dann immer 2 sich gegen eine verbünden. Aber das lässt sich doch ganz gut kommunizieren eigentlich. Also dass wir uns, das, was wir uns da gerade geschildert haben, ich denke, das ist schon nachvollziehbar. Und man kriegt es ja nach außen hin auch mit. Das ist nicht die Frage. Aber fragen wir vielleicht mal jemand, der für Sprache noch eine andere Sensibilität hat. Julia Frank möchte ich natürlich auch noch ein bisschen eingehender vorstellen. Sie veröffentlicht seit 1997 wunderbare Romane, Essays. Ihre Bücher werden in viele Sprachen, an die 40, übersetzt. Sie erhielt viele deutsche und internationale Auszeichnungen. Einige ihrer Romane wurden auch verfilmt und sie ist eben auch Herausgeberin und Übersetzerin. Die Frage der Kommunikation, Julia Frank, und Sprache ist ja ganz entscheidend, würde ich sagen, oder nicht ganz unentscheidend, vielleicht will ich es mal so nennen, wenn wir Weltzustände, Politikzustände, politische Prozesse betrachten und miteinander ins Gespräch kommen wollen. Also welche Beobachtungen machen Sie da in puncto politische Kommunikation? Als die Schriftstellerin, als die ich ja hier zufällig auf diesem Podium sitze, würde ich am liebsten tatsächlich literarisch damit antworten, dass es durchaus Romane, Stücke der Weltliteratur gab, nicht nur der Antike, Aristoteles, Sophokles, sondern eben auch Balzac oder auch große Literatur des 20. Jahrhunderts, die uns die Demokratiewerdung auf sehr anschauliche und intensive Weise erzählen konnte
und dass zu jeder Literatur nicht nur das Schreiben und das in Worte fassen gehört, sondern auch das Lesen, die Lesefähigkeit, das Lesen können. Und so habe ich ja in den letzten 2 Jahren jetzt das Vergnügen gehabt, für die andere Bibliothek Bücher zu finden, zu erlesen und bin auf dieser Lese, auf diesem Leseabenteuer auf ein Buch gestoßen, das gerade jetzt erscheint, an diesem Wochenende. Und dieses Buch habe ich trotz Hemingway die größte Literatur des 20. Jahrhunderts, die größte amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts genannt. Diese Autorin, Diane Oliver, war eine schwarze Studentin, die leider schon sehr jung gestorben ist. Diane Oliver hat von 43 bis 66 gelebt. Und wer etwas über den Demokratieprozess und die Bürgerrechtsbewegung Amerikas verstehen möchte und etwas über die Möglichkeiten, die Fähigkeit des Menschen, mit dem anderen zu kommunizieren, den anderen in ein gleiches Recht zu setzen, ihn als solchen, als gleichberechtigt zu erkennen, der muss einfach nur lesen, Literatur lesen. Diane Oliver. Heute gerade gab es schon eine wunderbare Rezension in der Taz und es wird in den nächsten Tagen mehr von diesem Buch die Rede sein. Ich glaube, dass Literatur tatsächlich Zeit überwinden kann und uns trotzdem, auch wenn diese Literatur vor 60 Jahren geschrieben wurde, trotzdem kann sie uns heute etwas darüber vermitteln, worum es uns auch heute noch geht, uns als Menschen miteinander ins Verstehen zu versetzen, ins in Kommunikation zu gelangen. Also 3 Exemplare gehen schon mal ins Kanzleramt, das ist völlig klar. Für jede Fraktion eines dieser Bücher. Steffen Mau, die Frage ist ja bei allem, wenn wir über Kommunikation sprechen, sind wir auch bei unserer Diskussionskultur. Und wir wissen, und Julia Frank hat ja auch schon die Welten nochmal eingeteilt, die es gibt. Also das reale Sprechen miteinander eben, aber auch das in sogenannten sozialen Medien, das ein ganz anderes ist, ein sehr erbittertes Sprechen, na, miteinander möchte ich gar nicht sagen, eher gegeneinander oder was auch immer. Aber dass der Wind rauer geworden ist, ich glaube, darin sind wir uns alle einig, wenn es um Debattenkultur geht. Welche Art von Erzählung oder wie könnten wir das Ganze so wieder probieren, so ein bisschen abzurüsten und etwas konstruktiver miteinander ins Gespräch zu kommen? Welche Vorschläge hätten Sie denn? Tja, es wird ja hoch und runter miteinander gesprochen, aber oft nicht sozusagen über unterschiedliche Gruppen hinweg. Es gibt auch durchaus, ich will jetzt nicht Filterblasen, aber zumindest Räume oder Enklaven, wo man sich ganz schnell einig ist und wo man auch wenig Ahnung hat von Lebenswelten anderer oder politischen Positionen anderer. Und das ist sicher etwas, was man in der Gesellschaft besser machen kann. Ich bin auch immer skeptischer gegenüber einem belehrenden Ton, gegenüber dem Publikum. Man muss den Leuten wirklich auf Augenhöhe begegnen und irgendwie auch ein Gespräch öffnen. Und ich mache ja auch viele Veranstaltungen und dann sehe ich immer auch unglaublich viel Dankbarkeit, wenn es mal eine Gelegenheit gibt, eigene Perspektiven, eigene Fragen, die man hat, irgendwie einzubringen und da auch irgendwie das Gefühl oder ein Gespür für Resonanz zu haben. Also da kommt irgendwie was zurück. Ich glaube, das ist ein generelles Problem in unserer politischen Landschaft gegenwärtig und auch für die Gesellschaft ganz allgemein, dass der Bezug zum Ganzen irgendwie verloren gegangen ist. Also Leute haben natürlich ihr kollegiales Umfeld, ihren Freundeskreis, ihren Arbeitsplatz, aber irgendwie zu wissen, ja, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zum großen Ganzen und was bedeutet das eigentlich für mich? Da gibt es, glaube ich, eine sehr starke Entfremdung zwischen der Politik und der Bevölkerung, fast so etwas, was man politische Deprivation nennen kann, dass eben viele Leute irgendwie nicht mehr so richtig eine Verbindung aufbauen können. Und das ist natürlich problematisch für die Politik selbst, weil sie sich nicht so ohne weiteres darauf verlassen kann, dass die Leute die Dinge, die politisch entschieden werden, dann auch irgendwie annehmen und damit umgehen können. Und die Politik wird zugleich natürlich zum Adressaten für
ja, Anspruchsdurchsetzungsforderungen. Ne? Das sieht man ja auf den Plätzen, dass man immer das Gefühl hat, die Kommunikation mit der Politik ist, ich muss vors Kanzleramt fahren, dann muss ich hupen oder irgendwas auskippen und dann machen die Oberen irgendwie Zugeständnisse an die Unteren, die da protestieren. Aber natürlich leben wir in einer parlamentarischen Demokratie, spielen Parteien eine große Rolle für die Transmission von Interessen und auch für die Willensbildung insgesamt. Aber das funktioniert nicht mehr so gut. Und da brauchen wir, glaube ich, andere Räume, auch andere Dialogformen, wo so etwas Ausdruck gegeben werden kann. Ich habe jetzt sozusagen keine ganz konkreten Vorschläge, was man mal da machen kann. Aber ich fand das schon jetzt eigentlich ganz interessant, dass Wolfgang Schmidt ja jetzt so ein Gleichnis zu drei Kindern gezogen hat. Wahrscheinlich nicht ganz absichtlich, aber es ist... Doch, ich sage auch ja, immer okay. dazu, wir sind aber eben nicht die Eltern, sondern wir sind Teil von denen. Also. Okay, aber man könnte, natürlich ist es auch schwierig, wenn man sich sozusagen in der öffentlichen Kommunikation, bevor irgendeine Koalitionsrunde tagt, sich sklavisch an ein Prinzip oder irgendwie an eine politische Maßnahme bindet und dann nur noch sozusagen um den Preis des absoluten Gesichtsverlustes dann rauskommen kann. Und da würde ich schon erwarten, dass Politik da eigentlich auch sozial-kognitive Lernprozesse durchmacht und das vielleicht beim nächsten oder möglicherweise auch beim übernächsten Mal dann so ein Stück weit besser macht. Und in der Beobachtung der Politik habe ich dann manchmal meine Zweifel, ob Lernprozesse dieser Art überhaupt stattfinden. Herr Nassi, ich sehe Sie, Sie grinsen die ganze Zeit. Der Soziologe Armin Nassi, der denkt sich seinen Teil. Wäre auch nicht ganz uninteressant zu hören, aber vielleicht gibt es später die Gelegenheit. Aber ich würde ganz gerne mit einer Binse vielleicht schließen. Steffen Mau hat gerade so schön gesagt, sich in Beziehung zum Großen und Ganzen zu setzen. Das müssen wir ja tatsächlich alltäglich und in Betracht der vielen Krisen und Unsicherheiten, die es gibt und Veränderungen in der Welt, ist das ja wirklich eine Frage. Wie setze ich mich dazu in Beziehung? Und manchmal frage ich mich, warum sprechen wir eigentlich so wenig darüber, vor allem auch gerade in der Politik, wie wir miteinander leben wollen? Warum ist das so? Weil es eine Tendenz gibt, sehr schnell über Maßnahmen, Gesetze, Instrumente zu reden. Und ich bin sehr dabei, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, die Hauptaufgabe ist doch zu klären, wie wollen wir gut leben? Und wie wollen wir dafür sorgen, dass das für alle gut ausgeht mit dieser Transformation? Also für den Baggerführer in der Lausitz, dessen Braunkohletagebau jetzt geschlossen wird. Der will ja dann nicht entschädigt werden, sondern der will weiter arbeiten, auch eine stolze Arbeit haben. Das heißt, dem nützt es auch nicht so viel, wenn wir dann mal sagen, da gibt es irgendwie Tretbootverleih, das kannst du dann auch machen. Sondern der möchte schon gerne das weiter so machen mit dem Stolz, mit dem, was er vorher gemacht hat. Und es gibt eine Tendenz, weil wir natürlich denken in einem Gesetz und dann, wenn Sie sich die Kommunikation angucken, ist das ganz viel furchtbares Gesetze erklären und die Perspektive derer, für die wir das ja machen, wird selten noch eingenommen, vielleicht weil alle nach diesem intensiven Gesetze Würste machen, so erschöpft sind, dass dann für dieses letzte Stück, es wieder umzudrehen aus der Perspektive derer, für die wir das ja eigentlich machen, nochmal zu erzählen, dass dann die Kraft einfach fehlt. Aber ich bin sehr dafür, dass wir eigentlich als Gesellschaft eine Selbstverständigungsdiskussion brauchen, gerade in dieser Zeit. Was sind eigentlich unsere Prioritäten? Was wollen wir? Und ich sage das mal in diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das uns da im Mitte November ereilt hat, war ja sehr schnell die Frage, wer ist schuld? Wer hat das gemacht? Wir haben euch beim Schummeln erwischt. Wir haben das ja 2021 nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern es haben alle von links bis rechts gesagt, wir haben eine gigantische Herausforderung vor uns. Wir hatten einen massiven Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise. Und dann war die Frage, wenn wir jetzt das wieder aufholen wollen, ist es doch vielleicht ganz sinnvoll, dieses Aufholen zu verbinden mit der Überlegung, dass wir diese Transformation hin zur Klimaneutralität machen. Und jetzt ist das halt als ein Weg, den wir gewählt haben, vom Verfassungsgericht für nicht akzeptabel erklärt worden und haben einen anderen Weg aufgemacht. Aber wir haben überhaupt nicht darüber geredet, was brauchen wir denn als Gesellschaft? Wir haben das uns ja nicht ausgedacht, um selber die Taschen voll zu machen mit diesen 60 Milliarden, sondern wir haben sehr klare Transformationsprojekte damit verbunden, von denen ich immer noch überzeugt bin, dass wir sie brauchen. Und jetzt sollten wir als Gesellschaft doch eigentlich darüber nachdenken, okay,
was brauchen wir eigentlich? Wollen wir noch Stahlproduktion in Deutschland haben mit den damit verbundenen Arbeitsplätzen? Oder ist uns das egal, weil wir denken, es kommt auch was Nächstes? Brauchen wir diese Halbleiterfabriken, diese Chips, wo wir relativ viel Geld reingeben, damit eben noch viel, viel mehr Geld an Investitionen kommt? Und mir fehlt manchmal diese Debatte, weil es, Scholz nennt das immer Politik der Politik. Also es wird gesprochen, Herr Scholz, wie fühlen Sie sich denn mit den Umfragewerten? Was macht das denn mit Ihnen? Oder es wird ganz viel beschrieben, wer gegen wen? Und so eine John-Wayne-isierung, ne? Wer krümmt sich im Staub und ist dahin gerafft und wer macht dreimal den Colt um Finger und steckt ihn dann in den Holster? So, das ist aber doch nicht das, was uns eigentlich als Gesellschaft gerade umtreiben sollte. Und das treibt mich um, wie wir das wieder hinkriegen, genau diese Frage, wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft, was ist denn das gute Leben und was können wir dazu tun? Also das ist jedenfalls das, warum ich Politik mache und Sisyphus. Das ist ein schönes Schlusswort von der politischen Seite her. Sisyphus, ja. Julia Frank, ich habe gerade überlegt, Literatur zu produzieren, das klingt jetzt nicht besonders schön, also Literatur zu schaffen, würde ich mal sagen. Als Literarin, ist es möglicherweise auch das, was Sie umtreibt, eigentlich ganz tief im Innern die Frage, wie wollen wir miteinander leben, wie könnten wir miteinander leben? Wie sehr spielt das eine Rolle beim Schreiben? Ja klar, das Schreiben von Erzählungen, von Romanen, von Literatur, das befasst sich immer mit der Frage, wie könnte so ein Leben sein oder wie, welche Leben nebeneinander möglich sind. Aber natürlich ist Literatur selten der Idealort, sondern meistens auch der Ort, der an die neuralgischen Punkte, an die schmerzhaften Punkte der Gesellschaft hinein und nah rangehen. Ja? Also wenn ich dieses Buch zum Beispiel hochhalte, dann auch, weil sie sehr nah an die Leben dieser Figuren, dieser Menschen herangeht, weil sie eben nicht nur eine Heldengeschichte des idealen demokratischen Bürgers Amerikas erzählt, sondern sie erzählt auch, wie Wut entsteht, wo Angst entsteht, wie Menschen in prekären, auch sozialen Verhältnissen zusammenleben. Das heißt, Literatur ist immer auch der Ort, an dem wir etwas lernen aus der anderen Nische unserer Welt und in der wir etwas lernen aus unserer, über unsere Fähigkeit, eine nicht nur Empathie im emotionalen Sinne zu haben, sondern auch eben im bürgerlichen Sinne einen Sinn für Gerechtigkeit zu entwickeln, einen Sinn für das ganz zutiefst Menschliche, das uns alle gleich sein lässt vor dem Gesetz oder voreinander. Und das ist etwas, was Literatur jenseits von Parteipolitik, jenseits von Staatspolitik kann, dass sie wirklich nah an den Einzelnen, an den einzelnen Menschen herangelangt. Ich würde ganz gern zum Schluss noch. Und ihn involviert, das möchte ich noch sagen. Und ihn involviert. Also Literatur ist tatsächlich immersiv. Niemand kann lesen, ohne beteiligt zu sein, ohne mitzusehen, ohne mitzudenken, ohne mitzuführen. Und im besten Falle berührt zu werden. Und das unterscheidet Literatur natürlich von Politik auch, weil Politik manchmal auch etwas Abstoßendes hat, wo ich dann etwas nicht verstehe, natürlich, Herr Schmidt, wo ich aber nicht hingelange, ist halt so. Da denke ich nicht mehr mit und da steige ich aus, also ich jetzt im universellen Sinne, und das ist bei Literatur unmöglich. Wer liest, ist mitgefangen und lebt mit. Zum Schluss noch die Sisyphus-Frage, weil die gerade aufgeworfen ist oder festgestellt worden ist von der politischen Seite. Frage ich mal den Soziologen. Es heißt ja irgendwo, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das möchte ich jetzt vielleicht mal in diesem Kontext in Frage stellen. Aber Steffen Mau, auch an Sie nochmal die Frage. Die Frage, wie wollen wir miteinander leben? Wie relevant ist die für Sie als Soziologe in Ihrer soziologischen Arbeit?
die ist schon relevant. Ich glaube, Menschen brauchen einen Bezugshorizont. Sie brauchen irgendwie eine Imagination dessen, was Gesellschaft ist und was sie auch sein sollte. Sie brauchen auch moralische Leitvorstellungen, die sie irgendwie durchtragen. Sie brauchen auch durch die Politik selber hergestellte Orientierung. Und daran arbeitet man natürlich irgendwie in öffentlichen Diskursen. Aber ich glaube, der Korridor dessen, was, wo wir Übereinstimmung erzielen können, der ist viel größer, als wir manchmal glauben. Und an der Oberfläche zerlegen wir uns zum Teil über Kleinigkeiten, die sozusagen, die erstmal größer gemacht werden und größer erscheinen, als die tatsächlich sind. Und ich glaube, jetzt auch wieder auf die Demonstrationen zurückzukommen, die zeigen einfach, Leute wollen eigentlich in einer liberalen Gesellschaft, sie wollen in einer demokratischen Ordnung, sie wollen in einer toleranten Gesellschaft leben, wo bestimmte sozusagen Hassreden nicht üblich sind, wo bestimmte Formen der Diskriminierung nicht da sind, wo man auch vielleicht über Minderheiten nicht auf eine bestimmte Art und Weise ätzt, dass es wehtut, sondern im Großen und Ganzen gibt es dafür eine große Zustimmung, wie das genau ausbuchstabiert wird. Also diese Art von Gesellschaftsvertrag, darüber wird es Konflikte geben, die sind auch normal, die müssen wir aushalten, aber wir müssen darüber streiten und wir müssen klar sein, dass es eben sozusagen erstmal auch einen breiten Konsens über fundamentale Fragen gibt. Und ich finde, das ist schon mal ganz beruhigend, und wenn wir das jetzt auf den Straßen sehen, dann sind das eigentlich ganz tolle Tage. Das ist doch ein schöner Abschluss. Freuen wir uns auf diese tollen Tage. Vielen Dank, Steffen Mau, Julia Frank, Wolfgang Schmidt, für diesen Austausch, das gemeinsame Nachdenken über unsere Zeit und alles, was sie mit sich bringt. Ihnen alles Gute, hier noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht in der Akademie der Wissenschaften, liebes Publikum. Danke für Ihr Kommen, Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund, behalten Sie die Nerven. Tschüss und ciao. Vielen Dank. Das hat sehr weh getan, zu beenden. Das hätten wir gerne noch lange, länger gehört. Meine Damen und Herren, wir machen eine kurze Pause. Kommen Sie zurück zu 21 Uhr und wir werden sprechen über Kulturgüter im Zeithorizont des Digitalen. Bis gleich.